Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind hier immer noch im Schattenmodal. War eine längere Pause jetzt, aber ich hatte wirklich keine Zeit, irgendwas zu tun. Spieltechnisch, weil ich habe so viel am Hut gehabt. Aber jetzt versuche ich ein paar Folgen zu machen, damit wir wieder etwas Buffer haben, sag ich mal. Ich bin noch nicht mal dazu gekommen, meine Auktion oder so zu checken. Das heißt, wenn ich nachher die Folgen und so aufgenommen, werde ich mal ein paar Auktionen machen. Beziehungsweise mal nachgucken, was so verkauft worden ist. Beziehungsweise meinen überfüllten Briefkasten wahrscheinlich wieder leeren. Meistens verkaufe ich die Sachen, die ich mit dem Lederer hier, beziehungsweise wir herstellen. Ein bisschen an Kohle zu kommen für schnelles Reiten und Fliegen. Weil viel anders kann man leider nicht schnell viel Geld verdienen. Beziehungsweise, wenn man noch keine 70 ist, kann man halt die Dailies noch nicht machen. Darum müssen wir uns erstmal mit Aktionen vergnügen. Was ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Und wir müssen auch noch weiter skillen. Unsere Talente. Das kostet auch wieder Geld. Alles kostet Geld. Furchtbar. Na gut. So, von dem, was brauchen wir eigentlich von denen hier? Diese komischen Seiten, ne? Aber hinbekommen. Ich weiß, als ich mit meinem Schaman hier war, bin ich alle Furzweilinge gestorben. Ein Hoch auf den Jäger. Auch wenn er oft verrufen ist. Und welches Add-on, wo ich das gerade sehe, ist, was ich nicht missen möchte, ist hier das. Ist, Manager 9, DWM 9, wo ist es denn? Alkoholik. Ist zwar blöd mit den Ruhesteinen, aber gut. Mal eins der Probleme, so gefühlsmäßig, wenn ich über komische Lava-Dinger gehe, aber hier die gern. Ich habe das mal probiert, ob ich das oder ob man das hinbekommt mit mehreren Sachen bzw. mehreren Accounts gleichzeitig aufzunehmen. Sechs Multiboxen oder so, aber hinbekommen habe ich es nicht. Also nicht mit OBS. Weil der nimmt dann immer nur ein Signal von einem WoW. Dann sieht man leider immer nur eins. Oh, ich muss aufpassen. Oh, ihr habt mich getötet, ihr Schweine. Ich würde sagen, erstmal schnell was essen trinken. Dann holen wir unseren Freund wieder. Geht's an den nächsten. Gut. Zwei von vier Seiten haben wir schon mal. Die droppen leider nicht so gut wie die Schlingendorn-Talseiten. Aber klar, da braucht man ja auch nicht mehr so viele Schlingendorn-Talseiten.
Kleidung schmeißen. Angriff. Ist auch ein Jäger. Ja. Na, müssen wir aufpassen, dass unser Abaddon nicht schon wieder stirbt. Ich glaube, was ist das? Ausdauer und in fast 30, 29 reduziert. Das ist krass. Der hat nichts von uns. Guck, dass wir uns wieder nur die Vögel holen, also die großen. Und mit den Vögelchen ist das schon so eine Sache. Mit den Jägern in Anführungszeichen. Oh ja, wir sind bald 69. Ich freue mich schon, ich freue mich schon. Naja, eigentlich darauf, dass wir eine Stufe näher an 70 sind. Worauf ich mich nicht freue, ist dieses endlose Level 79. Aber wie ihr merkt, das zieht sich ja sowieso bei jedem Level, das wir spielen, immer ein bisschen in die Länge. Leider, leider Gottes. Solche Quests, die nie so richtig droppen, was sie sollen. Ui, ui, ui. Leute, das Wasser ist zwar schön, aber nicht das, was ich wollte. Was haben wir denn sonst noch hier Tolles in der Nähe? Schwupp. Ein Gildenfreund. Sonst ist nichts in der Nähe, was man schnell ein bisschen respawnen. Sieht aus, als wenn der immer im Spinnennetz hängen bleibt. Ist aber ja Butter bei der Fische. Wie viel müssen wir denn davon? Oh, 129 Stück müssen wir davon töten, um Level up zu haben. Ich finde das immer so ernüchternd. Man denkt, oh. Boah, wie weit man schon ist. Guckt. Noch 300 Stück, dann hätte man Level Up. Seht ihr? Muss nur ein bisschen nörgeln. Vielleicht haben wir Glück und da ist keine Seite dran.
Heißt, die komischen Dinger da brauchen wir nicht töten. Also, es gibt verschiedene. Ihr wisst, was ich meine. Müssen wir bestimmt töten. Haben wir alle schon? Das Nörgeln hat geholfen. Ich fasse es nicht. Okay, so muss das sein. Ich sollte überall dran nörgeln. Also das mit dem Geld, ja. Oh, müssen aufpassen. Die Horde-Basis, die versteht nicht so viel Spaß. Wie ihr seht. Obwohl ich schon Seite an Seite mit Orks gekämpft habe, in Instanzen hier, schlagen sie trotzdem zu. Und Seite an Seite mit Orks in in Schlachtfeldern. Gegen Allianz und Horde. Das finde ich sehr lustig. Ich habe eigentlich gedacht, das ist verwirrender. Weil. Aber man hat ja. Man sieht ja, was blau ist und was rot ist, fertig. Ist eigentlich scheißegal. Hauptsache man spielt zusammen. Das ist so der weiteste Sinn hier. Von daher. Eins, zwei, drei. Fehlt da nicht die vierte? Nee. Nein. Oh. Und auf geht's. Aber wir könnten uns auch an diesen komischen Weg da begeben. Because wir sind ja zu zweit. Da sind zwar dann Elite, die sind so ultra stark. Aber das müsste eigentlich gehen, denke ich mal. Ich irgendwas. Nicht töten, die kommen glaube ich später zu. Aber noch früh genug zu ihr, das zu töten. Den da töten, ne. Machen aber heute Teufelshecher. Rüstungsplatte. Ach, das liegt hier rum, ja, ich erinnere mich. Aufpassen, dass wir den nicht hätten, weil der ist eine Elite. Okay. Cool, alles cool. Wir sind schon weg. Alles cool, alles cool. So. Haben wir doch Rüstungsplatte. Ach so, es gibt mehrere Teile. Ja. Das ist ja toll. Bin hier unglaublich gerne. Müssen wir wahrscheinlich angreifen.
Das ist das Tolle an Pets, die sind AI-resistent. Zum großen Teil. Da müssen wir aufpassen. Naja, gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Und lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns auf Wiedersehen.